Hallo Simulationsfreunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, freut mich, dass ihr wieder da seid und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Schattenqualität im Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 verbessern könnt durch eine kleine geheime Datei, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Also meine Freunde, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video. Los geht's! Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Ja, und wie eingangs bereits erwähnt, werde ich euch heute vorstellen, wie ihr die Schattenqualität für den MSFS 2020 und den MSFS 2024 verbessern könnt. Für den 2020er habe ich damals bereits schon ein Video veröffentlicht. Dort gehe ich auch noch ein paar weitere Einstellungen durch, die für den 2020er sinnvoll sind. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Verlinkung ist für euch auch unten in der Videobeschreibung. Nichtsdestotrotz werde ich euch jetzt für beide Simulatoren diese Einstellungen zeigen, wo ihr die vornehmen müsst und wo ihr die Datei findet. Wie ihr es bereits von meinen ganzen Videos kennt, ich benutze den Simulator, also beide Simulatoren in der Steam-Variante für alle Store-Nutzer unter euch. Dann werde ich euch einen Link in die Videobeschreibung packen, wo ihr eure Config-Datei findet oder beziehungsweise finden solltet. Gut, fangen wir an. Und als allererstes müssen wir dafür einmal in unsere Laufwerke gehen, beziehungsweise in ein bestimmtes Laufwerk. Und jetzt seht ihr hier meine beiden Laufwerke, die ja überquillen, sage ich jetzt mal so. Ich weiß, dass die voll sind. Ich brauche mal wieder eine neue SSD. Das ist ein anderes Thema. Wir müssen jetzt einmal in unser Laufwerk C gehen und dann einmal unter Benutzer. Hier sucht ihr euren Benutzernamen einmal aus, klickt dort auch mit einem Doppelklick drauf, geht dann einmal in App Data rein und von hier aus gehen wir einmal ins Roaming rein. Wenn wir im Roaming angekommen sind, müsst ihr ein bisschen runter scrollen, bis ihr den Microsoft Flight Simulator findet und den Microsoft Flight Simulator 2024. Wir machen das Ganze jetzt zuerst einmal für den 20er. Das Ganze ist ganz einfach, ihr klickt einfach auf den Ordner drauf, scrollt etwas runter und hier finden wir eine user.cfg.opt-Datei. Diese öffnen wir, indem wir einen Rechtsklick drauf machen, öffne mit und dann den Editor auswählen. Dann müsste sich dieses Fenster hier öffnen, das hat sich bei mir gerade auf meinem zweiten Monitor geöffnet, nicht wundern. Und hier haben wir unsere Einstellungen, Game-Setting-Einstellungen, die wir in den Grafiken eingestellt haben. Deswegen ist es wichtig, dass ihr hier nichts verstellt, außer das, was ich euch jetzt zeige. Als allererstes müsst ihr hier einmal ein wenig runter scrollen, bis wir zu dem Menüpunkt Shadows kommen. Der ist hier. Ich mach das mal hier ein bisschen hoch. Den findet ihr unter Grafik und dann Shadows. Und hier haben wir eine Size. Hier zum Beispiel haben wir jetzt die Größe 4096. Diese entspricht einer 4K-Auflösung. Bei euch müsste standardmäßig 2048 drin stehen und das können wir jetzt ganz einfach ändern. Und zwar, ihr müsst einfach nur hier diese Zahl ändern in 4096, dann habt ihr 4K-Schatten. Wichtig hier ist auch zu wissen, wenn ihr in den Einstellungen seid vom Simulator, dann könnt ihr nicht mehr als 2048 auswählen, also eine 2K-Auflösung. Wenn ihr jetzt hier eine 4K-Auflösung einstellt, so wie ich, und es in den Einstellungen ändert, dann kommt ihr nicht mehr zurück auf die 4K-Einstellung. Diese müsst ihr dann wiederum in dieser Config-Datei erneut manuell ändern. Allerdings könnt ihr noch mehr eintragen. Wem 4K nicht genug ist, der kann auch eine 8K-Auflösung eintragen. Und dann müsst ihr einfach diese Zahl hier wiederum löschen und einmal die 8192 eintragen. Dies ist im Endeffekt nun eine 8K-Auflösung. Also wer die Schatten noch schärfer haben möchte, kann gerne auf die 8K-Auflösung aufstocken. Ich würde euch empfehlen, bevor ihr auf 8K geht, versucht erst einmal 4K. Schaut euch eure Performance an, denn es kann sein, dass ihr eventuelle FPS-Einbrüche habt, je nachdem, wie stark euer System ist. Ich kann auch mit 8K spielen, bei mir ist das kein Problem. Deshalb versucht auch mal 8K aus, dann ist das Ganze noch schärfer. Ich zeige euch auch gleich noch im Anschluss ein Vergleichsbild für den 24er.
Und wenn wir vom Teufel sprechen, würde ich sagen, wir gehen direkt rüber in den 24er. Und dafür schließen wir einmal das Fenster. Denkt daran, das Ganze zu speichern. Das heißt, wir schließen das einmal, speichern das Ganze. Und hier gehen wir einmal wieder zurück auf Roaming. Gehen dann einmal auf den 2024er. Scrollen auch hier wieder runter, bis wir die User-CFG-OPT-Datei finden. Diese können wir natürlich jetzt wiederum mit einem Doppelklick öffnen. Ich habe euch gerade die andere Methode gezeigt. Wir können das Ganze auch mit einem Doppelklick machen. Klicken auch hier wieder auf den Editor zum drauf und dann scrollen wir auch hier wieder runter, bis wir zu dem Punkt Schatten kommen, so wie in meinem Fall. Hier im MSFS 2024 sind meine Schatten jetzt auf 2048 gestellt, ergo 2K Schatten. Ich habe aber Lust auf 8K zu spielen, deshalb ändere ich jetzt meine Einstellung hier und gehe auf die 819 zu, also 8192. Und ja, wenn ihr das getan habt, könnt ihr das auch wiederum schließen, speichern und schon haben wir die Einstellung im Simulator gespeichert und euer Simulator startet in 8K. Ich würde sagen, wir sehen uns im Simulator, dann zeige ich euch gerade noch die Einstellungen und dann bekommt ihr am Ende noch ein kleines Vergleichbild von mir gezeigt. Also, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück im Simulator MSFS 2024 in diesem Fall. Und ich zeige euch jetzt mal kurz nochmal die Einstellungen. Gehe dafür einmal in die Einstellungen rein. Gehe auf globales Rendering. Scrolle hier ein wenig runter. Und dann seht ihr auch schon bei Shadow Maps eine 8192 stehen. Und das ist der Wert, den ihr so dort nicht einstellen könnt. Es sei denn, ihr macht die Änderungen in der Config-Datei so, wie wir sie gerade durchgegangen sind. Wenn ihr hier jetzt diese Shadow Maps-Datei ändert, dann landet ihr wieder auf 2000 und ihr könnt es nicht mehr höher stellen und müsst das Ganze manuell umstellen. Und wie das Ganze jetzt mit 8K aussieht, habe ich hier einmal Vergleichsbilder für euch eingeblendet. Wir haben links einmal die 2K-Variante, in der Mitte die 4K-Variante und auf der ganz rechten Seite die 8K-Variante. Was für euch jetzt am realistischsten ist, das würde ich nehmen am besten. Ich fliege jetzt mal eine Zeit lang mit 8K, 4K ist auch schön, 2K ist natürlich auch schön, wie ihr wollt. Ganz wichtig aber dabei ist immer, schaut, wie eure FPS sind, denn das ist das Wichtigste, dass das Fliegen auch Spaß macht, egal wie schön die Schatten aussehen. Also meine Freunde, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen, lasst doch gerne auch ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, euer Patrick.